hasse Schunkeln. Das habe ich ja schon wirklich immer gehasst. Ja. Das finde ich so sinnentleert. Geht eigentlich anders, so muss das an. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's! Hallo liebe Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer. Immer noch eine Woche vor der Wiesn. Genau. Und wir würden uns gerne mal umschauen, wie denn so die allgemeine Stimmung ist bei den Münchnern, so eine Woche kurz vorher. Und das machen wir jetzt einfach mal. Genau, das machen wir. Und weißt du, was ich unbedingt noch wissen will, Steffi? Was denn? Welcher Wiesentyp bist du eigentlich? Ich bin so ein ganz, ganz üble Bierzelthocke. Ich habe da mal was vorbereitet. Das will ich jetzt wissen von dir. Und zwar, die Shampoos-Lady, nicht spicken. Die Autos gut braut, die Schunkelmaus oder die Partylöwin? Partylöwe, definitiv. Also wenn ich einmal im Bierzelt bin, dann gehe ich da so schnell auch nicht mehr raus. Du? Dafür sumpfst du, gell? Mhm. Ja, gut. Ich glaube, ich bin die Schunkelmaus. Yay. Auf geht's! Auf geht's! Ja! Was ist denn die Stimmung bei dir eine Woche vor Wiesn? Hast du schon Bock oder ist es nicht so motiviert? Mega Bock. Ich freue mich total. Was für schon die Stunden? Das ist doch mal eine super spitzen Antwort. Wie viele Stunden sind es denn noch? 7x24. Ina. Hallo. Ina, grüß dich. Sag mal, Ina, auf was freust du dich jetzt am allermeisten, wenn die Wiesn startet? Darauf, dass wir 2 Wochen komplett ausgebucht sind und ganz viele Freunde bei uns übernachten, die alle spontan, komischerweise zur Wiesn, die ganz dringend nach München müssen. Auf einmal seid ihr wieder die allerbesten Freunde, oder? Ja, bei den meisten wirklich, aber auch überm Jahr. Was für ein Wiesentyp bist du? Wie soll man den beschreiben? Welche gibt's denn? Naja, also es gibt wahrscheinlich so klischeehafte Zelthockenbleiber, die aber wirklich sich ins Bierzelt setzen oder erstmal immer aufstehen. Dann gibt's so Schlenderer. Dann gibt's vielleicht so Leute, die gerne mal so alles in Kombination probieren. Was ist denn da so dein Wiesn-Style? Ich hatte immer so ein Ziel, dass ich von 16 Tagen auf der Wiesn bin. Habe ich aber nie geschafft. Also nach 7 oder 8 Tagen hat man dann doch mal eine Pause einlegen müssen. Also ich stelle fest, dass alle schon irgendwie im Fieber sind. Die Geschäfte, die Leute, also irgendwie, es geht los. Und bei Ihnen persönlich, wie schaut es da aus? Nein, auch. Ja, irgendwie ist es schon toll. Ja, was ist so Ihr persönliches Wiesn-Ritual? Nicht viel, ehrlich gesagt, nicht mehr. Ich gehe zu einem Pre-Wiesn-Event, freue ich mich drauf, in Tracht, mit Stimmung und allem, und das reicht mir dann wahrscheinlich. Was meinen Sie denn zu dem aktuellen Wiesn, also zum Mass? Wie hoch darf man denn noch gehen mit dem ja, Preis? Das ist unglaublich, aber wir tun nur die Familien leid, die können das sich ja gar nicht mehr leisten. Oder die normalen Menschen, ist schon. Haben Sie denn irgendwie so eine Vorstellung? Können Sie sich vorstellen, wie teuer die Mass irgendwann noch sein wird? Das wird wahrscheinlich unendlich weitergehen, ist wie immer. Wie sehr freuen Sie sich 7 Tage vor der Wiesn auf die Wiesn? Gar nicht. Ich bin ja ein Anwohner und ich bin 14 Tage unter Belagerungszustand. Ach du liebes Bisschen, dann trotzdem in eine friedliche Wiesn. So 7 Tage vor der Wiesn. Du kommst aus München, oder? Ich bin eine echte, ja. Eine echte Münchnerin. Genau. Auf was freust du dich am allermeisten dieses Jahr? Ja, auf schöne Wetter. Meinst du, dass wir das haben? Auf eine gute Wiesn, dass halt nichts passiert und ja, dass alles friedlich abläuft. Ja. Das ist aber das Wichtigste, oder? Das ist das Allerwichtigste, das stimmt. Jetzt bist du ja sicherlich nicht das erste Mal auf der Wiesn als erste Münchnerin. Jetzt genau 37 Jahre. 37? Ja. Das muss man erstmal schaffen. 37 Mal auf der Wiesn. 16 Tage.